Wir stellen mit Triebwerk 24 die Nahversorgung auf dem Land sicher. Und um das zu ermöglichen, machen wir einen voll digitalisierten Supermarkt, der ohne Personal am Standort auskommt. Ideation Week heißt Design Thinking im Schnelldurchgang. 5 Tage Vollgas-Workshop in wahnsinnig inspirierender Umgebung hier am Einstein 1. Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen arbeiten gemeinsam an einer Herausforderung aus der Praxis. Das ist eine besondere Lehrveranstaltung. Das Grundkonzept von einem unbemannten Dorfladen, jetzt mal zu sehen, dass sich da Leute wirklich Gedanken machen und das auch schon so in die Realität umsetzen, ist krass, ist cool dabei zu sein. Ich fand es einfach sehr abwechslungsreich. Also angefangen vom ersten Tag, wo du dich nur mit den Problemen von so einem Produkt einfach beschäftigt hast. Und dann über die Lösungsfindung, über die sehr heterogenen Teams auch, was auch sehr angenehm war. Und auch einfach den ganzen Praxisbezug, den man halt hier mit vermittelt bekommt, durch und durch positiv und halt abwechslungsreich. Man arbeitet schon ziemlich viel, aber dadurch, dass man ein sehr entspanntes Umfeld hat, baut sich dann von vornherein gar nicht mal so ein krasser Stress auf, den man dann negativ wertet oder wo man sich denkt, oh Scheiße, ich muss da morgen noch mal hingehen. Ich bin überrascht, wie engagiert die Studenten sind, wie ernst die das ganze Thema nehmen und mit welchem Engagement und Ehrgeiz die an das ganze Thema rangehen und sich wirklich hier ins Zeug legen und alles geben, um auch für den Auftraggeber entsprechend Mehrwert zu liefern und auch zu verstehen, wie tatsächlich das Ganze funktioniert. Dass man mal so eine kleine Bar hatte oder wir Eis bestellt haben oder eben eine Brauereiführung gemacht haben. Und irgendwie hat sich alles so gesammelt. Und ich würde sagen, dass die ganze Ideation Week eigentlich das Highlight ist. Design Thinking, wenn man das gut organisiert, wird auch dieser Unternehmensgeist angemacht. Diese Flamme für Unternehmertum angemacht. Von daher sollen wir auf jeden Fall in unserem Studium einmal Design Thinking lernen, erleben und, wenn es noch möglich ist, mal probieren zu gründen. Ich bin ein Riesenfan von der Idee, innerhalb von kurzer Zeit was fertig zu machen, also einen Prototyp zu bauen. Und dann, als ich dann halt mitbekommen habe, dass es dann halt auch sowas von der Hochschule aus gibt, dachte ich mir so, warum nicht, probiere es mal aus. Und ich wurde auf keinen Fall enttäuscht. Mich motiviert es, wenn andere an dem gleichen Projekt arbeiten wie ich und wenn halt alle dabei sind. Und das ist dann, glaube ich, so ein Schneeballeffekt. Also da hat sich halt jeder gegenseitig hochmotiviert und kann man eigentlich nicht besser machen.